Sie mich entschuldigen, Referent? Schöne Bescherung heißt es bis 3. Februar in der Kulturszene in Kottenbrunn, denn Amakult, die Amateurtheatergruppe, lädt zur schwarzen Komödie. Eine schöne Bescherung, ja, erwartet Sie da, und wir befinden uns hier vor dem Hauseingang. Vor meinem Hauseingang. Ja, der Mrs. Connor. Mrs. Connor, ja. Ja. Und die leben da und die haben eine Tochter, eine Carol. Und da hat sich angeblich ein Unglück ereignet. Und die beiden Polizisten müssen diese Nachricht überbringen, dass angeblich die Tochter bei einem Autounfall ums Leben gekommen ist, und es ist Weihnachtsabend. Können Sie uns Ihr genaues Verhältnis zu der Verstorbenen sagen? Nicht zu der Verstorbenen! Zu wem sonst? Sag Ihren Namen, nicht die Verstorbene, Sie wissen ja noch nicht, dass sie verstorben ist. Können Sie uns Ihr genaues Verhältnis zu Miss Connor sagen? Und Sie sagen Eltern und du sagst? Dürfen wir vielleicht reinkommen? Um was geht's denn eigentlich, Officer? Ich fürchte, wir haben eine schlechte Nachricht für Sie. Machen Sie sich darauf. Ich fürchte, Sie müssen sich auf einen Schock gefasst machen. Dass Ihre Tochter... Weil Ihre Tochter... Die Tochter ist nämlich... Bleib! Das ist schrecklich! Ich weiß, wir müssen es tun. Wir können nicht zurück, was Sie mir gesagt zu haben. Es ist eine turbulente Verwechslungskomödie. Ein bisschen schwarz kann man nicht sagen, aber doch sehr dunkelgrau. Und ja, also ich glaube, dass das Publikum wirklich da sehr auf ihre Kosten kommt, und es gibt noch ein paar Restkarten, und wir würden uns sehr freuen, wenn Sie noch ein zweites Weihnachtsfest mit uns feiern. Schöne Bescherung, ein schönes Fest. Ja, Gobbel. Sehr schön gesagt. Wir ja. werden es überstehen. Zusammen. Ja, zusammen. Mrs. Connor. Sie ist tot, nicht? Blank. Was? Sie hat es gewusst. Wir müssen da reingehen und ihm helfen. Woher hat sie das bloß gewusst? Es gibt anscheinend doch Dinge, die eine Mutter einfach weiß. Das kann man nicht erklären. Komm jetzt! Die Polizisten schaffen erst nach reichlichem Zögern, den gefürchteten Klingelknopf zu drücken. Danach nimmt eine Reihe von Missverständnissen ihren Lauf, als die beiden Alten fälschlicherweise vom Tod ihres Hundes ausgehen. Voller Angst um den wackeligen Gesundheitszustand des Vaters versuchen Blunt und Gobble nun mit aller Gewalt das Erscheinen des Hundes zu verhindern. Denn sobald dieser auftaucht, käme ja die Wahrheit ans Licht. Richten Sie Ihrer netten Frau unser Beileid aus. Aber es war doch ein Hund. Wie auch immer, übermitteln Sie das. Hören Sie, Officer, anscheinend habe ich Sie irgendwie beleidigt. Ob Carol wirklich gestorben ist oder alles nur ein Missverständnis war, können Sie bis 3. Februar in der Kulturszene in Kottenbrunn herausfinden. Wer sind Sie? Carol?